Kapitel 7 An seiner eigenen Palastanlage baute Salomo 13 Jahre, bis alles fertig war. Er baute das Libanon-Waldhaus, das 50 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch war. Seine Tragbalken waren aus Zedernholz und ruhten auf 4 Reihen von Zedernsäulen. Im Obergeschoss befanden sich 45 Räume, die mit Zedernbrettern gedeckt waren, je 15 in einer Reihe. Seine Fenster waren in 3 Reihen angebracht, die sich genau gegenüberstanden. Die Rahmen aller Türen waren 4-fach abgestuft. Auch an dieser Seite standen je 3-mal ein Fenster dem anderen gegenüber. Er baute auch die Säulenvorhalle, 25 Meter lang und 15 Meter breit. Sie hatte noch einen Vorbau mit Säulen und davor einen Aufgang. Er baute die Vorhalle zum Thronsaal, in der er Gericht hielt. Deshalb hieß sie auch Gerichtshalle. Sie war vom Boden bis zur Decke mit Zedernholz getäfelt. Das Haus, in dem Salomo selbst wohnte, lag hinter der Vorhalle im anderen Hof. Es war von derselben Bauart, ebenso auch das Haus für die Tochter des Pharao, die er geheiratet hatte. Alle diese Gebäude waren vom Grund bis zum Gesims aus besten Quadersteinen errichtet, die außen und innen mit der Steinsäge geschnitten waren. Die Fundamente bestanden aus wertvollen, mächtigen Steinblöcken, einige 5 und andere 4 Meter lang. Darauf wurden Mauern aus Quadersteinen errichtet, auf denen Zedernbalken lagen. Der große Hof war wie der Vorhof und die Vorhalle vom Haus Jahwes von einer Mauer umgeben, die aus 3 Lagen Quadersteinen und einer Lage Zedernbalken bestand. König Salomo ließ Hiram aus Tyrus kommen. Er war der Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naphtali. Sein Vater war Tyrer, ein Bronzeschmied. Hiram war sehr begabt, ein Meister seines Fachs, und konnte alle möglichen Gegenstände aus Bronze herstellen. Er kam zu König Salomo und führte alle Arbeiten für ihn aus. Er formte die beiden Bronzesäulen, jede 9 Meter hoch. Ihr Umfang betrug 6 Meter. Oben auf jede Säule setzte er ein in Bronze gegossenes Kapitell von 2,5 Metern Höhe. Für die Kapitelle wurden kettenartige Bänder angefertigt, und je 7 davon an jedem angebracht. Dann machte er die Granatäpfel und befestigte sie in 2 Reihen auf dem Geflecht, das die Kapitelle oben bedeckte. Die Kapitelle sahen wie 2 Meter hohe Blütenkelche aus, die Säulen über der Ausbuchtung krönten. Dazu kamen die 200 Granatäpfel in Reihen ringsherum. Dann wurden die Säulen vor der Eingangshalle des Tempels aufgestellt. Die rechte wurde Jachin, er richtet auf, genannt, und die linke Boas, in ihm ist Stärke. Als dann die lilienförmigen Gebilde auf den Säulenköpfen ruhten, war die Arbeit an den Säulen vollendet. Dann machte Hiram das sogenannte Meer, ein gegossenes Becken mit einem Durchmesser von 5 Metern. Seine Höhe betrug 2,5 Meter, und eine Schnur von 15 Metern Länge umspannte es. Unterhalb des Randes war es mit 2 Reihen von Buckeln verziert, von denen 10 auf 1,5 Meter kamen. Diese Buckelverzierungen waren aus einem Guss mit dem Becken. Das Becken selbst stand auf 12 Rindern, deren Hinterteile nach innen gekehrt waren. Jeweils 3 von ihnen schauten nach Norden, Westen, Süden und Osten. Der Rand des Beckens war wie bei einem Kelch oder einer Lilienblüte nach außen gewölbt und etwa eine Handbreit dick. Das Becken fasste 44.000 Liter. Hiram machte auch 10 Gestelle aus Bronze, jedes 2 Meter lang, 2 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Und so waren die Gestelle gebaut. Sie bestanden aus Leisten,
Zwischen den Eckleisten waren Verschlussplatten angebracht. Darauf befanden sich Abbilder von Löwen, Rindern und Cherubim. Oben und unten waren sie von gehämmerten Kränzen eingefasst. Jedes Gestell hatte zwei Achsen und vier Räder aus Bronze. Die vier Füße waren durch Seitenstücke mit der unteren verzierten Leiste vergossen. Der Aufsatz, der den Kessel innerhalb der Umkrönung aufnahm, ragte noch 50 Zentimeter darüber hinaus. Er war in einen viereckigen Untersatz von 75 Zentimetern Seitenlänge eingesetzt und mit Schnitzwerk verziert. Die vier Räder befanden sich unterhalb der Leisten und die Radzapfen waren am Gestell befestigt. Die Räder selbst hatten einen Durchmesser von 75 Zentimetern. Sie waren wie Wagenräder gebaut. Achsen, Felgen, Speichen und Naben waren gegossen. Die vier Eckpfosten und der Wagenkasten waren aus einem Guss. Der ringförmige Aufsatz auf dem Gestell ragte 25 Zentimeter darüber hinaus und war durch Halter mit dem Gestell fest verbunden. Auf den Seitenplatten und den Haltern waren Cherubim, Löwen und Palmen eingraviert und ringsherum waren Kränze angebracht. Auf diese Weise machte Hiram alle 10 Gestelle aus derselben Gussform nach demselben Plan und Maß. Dann machte er für jedes Gestell einen Kessel aus Bronze. Jeder Kessel fasste 880 Liter und hatte einen Durchmesser von 2 Metern. 5 der Kesselwagen erhielten ihren Platz auf der rechten Seite und 5 auf der linken Seite des Hauses. Das sogenannte Meer wurde an der Südostecke aufgestellt. Hiram fertigte auch die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen und vollendete alle Arbeiten, die König Salomo ihm für das Haus Jahwes aufgetragen hatte. 2 Säulen und die wulstförmigen Kapitelle, die auf den Säulen ruhten, dazu die Geflechte, um die beiden Kapitelle zu bedecken, die 400 Granatäpfel, die in 2 Reihen an den Geflechten hingen, die 10 Gestelle mit den Kesseln darauf, das sogenannte Meer und die 12 Rinder darunter und die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen. Alle diese Gegenstände waren aus blanker Bronze. In der Jordanebene hatte der König sie gießen lassen, und zwar in den Tonablagerungen zwischen Sukkot und Zaretan. Allen Gegenständen gab Salomo ihren Platz. Wegen ihrer übergroßen Menge war das Gewicht der verarbeiteten Bronze nicht festzustellen. Salomo ließ auch die Gegenstände anfertigen, die zum Haus Jahwes gehören. Den goldenen Altar und den goldenen Tisch für die geweihten Brote, die Leuchter aus reinem Gold, von denen 5 rechts und 5 links vor dem hinteren Raum standen. Dazu die blütenförmigen Aufsätze für die Lichtschalen und die Dochtscheren, alles aus Gold. Dann die Becken, Messer, Schalen, Schüsseln und Feuerpfannen aus reinem Gold, die Angeln für die Türflügel des Tempelraums und des Höchstheiligen, ebenfalls aus Gold. So wurden alle Arbeiten, die König Salomo für das Haus Jahwes ausführen ließ, vollendet. Dann brachte Salomo die heiligen Gaben seines Vaters David hinein. Das Silber und das Gold und alle Gegenstände kamen in die Schatzkammern des Hauses Jahwes.